Oče dragi, mi smo ti zahvalni za ovo vreme koje ćemo provesti zajedno. Zahvalni smo ti za proučavanje reči tvoje. Zahvalni smo ti, Oče nebeski, za zdravstvenu reformu koju si nam dao. I molimo te da budeš prisutan večeras sa Duhom svojim svetim, da nam pomogneš da to razumemo, a isto tako da donesemo nove odluke u našem životu, da možemo to što naučimo primjenjivati u svom praktičnom životu. Hvala ti za sve, hvala ti za tvoju prisutnost, u Isusovo ime, amin. Dobar večer. War das richtig? Ja, ja, ich hab's nicht übersetzt. Das okay. War richtig. Es ist sehr unfreundlich, zu spät zu kommen. Nepristojno je stići zakasniti, stići kasnije. Und ich möchte mich sehr dafür entschuldigen. I zbog toga bi se izvinio. Ich danke euch für eure Geduld und für eure Nachsicht und dass ihr so lange gewartet habt. Zahvalan sam na vašem strpljenju i vašoj uviđajnosti i što ste toliko dugo čekali. Weil wir morgen ein besonderes Datum haben. Zato što sutra imamo jedan poseban datum. Habe ich schon gefürchtet, dass es für euch eine große Enttäuschung wird heute Abend. Bojao sam se da će večeras vas biti veliko razočarenje. Aber ich hoffe, dass sich das Warten für euch auch gelohnt hat. Ali se nadam da se čekanje za vas da će se isplatiti. Und ich möchte mit euch einige wirklich interessante und wichtige Hintergründe über das Thema gesunder Lebensstil, wie Gott ihn sich vorstellt, teilen. Večeras želim sa vama da podelim temu zdrav način života onakav kakav ga Bog za nas zamišlja. Gibt es bei euch in Wien eine blaue Zone? Da li ovde kod vas u Beču ima plava zona? Mhm. Was ist eine blaue Zone bei euch? Šta je to plava zona? Kurzparkzone. Ich glaube, eine blaue Zone kann auch etwas anderes sein. Jedna plava zona može da nešto i drugo označava. Bitte entschuldigt die... Achso. Er wird gleich wieder die Verbindung aufbauen. Bitte entschuldigt, dass meine Folien, meine Präsentation in deutscher Sprache ist. Izvinite, dass meine Präsentation u nemačkom, na nemačkom, za nemačko govorno područje. Aber ich habe auch einige Bilder, die braucht man nicht übersetzen. Koje ne moraju se prevode. Ich glaube, dass es in Wien auch eine blaue Zone gibt, die nichts mit Parken zu tun hat und nichts mit Autos zu tun hat. Mislim da i u Beču ima jedna plava zona koja nema veze sa parkiranjem i sa automobilima. Vor etwa 14 Jahren hat ein Amerikaner namens Dan Büttner eine Reise durch die ganze Welt gemacht. Pre nekih 14 godina Amerikanac Dan Büttner je napravio jedno putovanje gdje je obišao ceo svet. Und war mit einem Team von Wissenschaftlern auf der Suche nach Menschen, die deutlich gesünder leben als die anderen Menschen um sie herum. I išao je sa timom naučnika i tražili su ljude koji značajno zdravije žive od svog okruženja. Sie haben nach Menschengruppen oder nach Kulturen gesucht, die 10-mal so viel 100-jährige Menschen haben wie die umgebende Bevölkerung. Tražili su populaciju, narode, grupe koje su u svom sastavu imale 10 puta više 100-godišnjaka od okruženja. Und sie haben in der ganzen Welt 5 solcher Gruppen gefunden. I u celom svetu našli su 5 takvih grupa. Eine Gruppe war der Volksstamm der Okinawa in Japan. Jedna Gruppe je bila ostrvo Okinawa u Japanu.
Eine Gruppe, die sehr einfach und zurückgezogen lebt, mit sehr starken familiären, mit einem sehr starken familiären Zusammenhalt. To su bili ljudi na Okinavi, određena grupacija koje su veoma jednostavno živela i imali su izuzetno dobre porodične veze, držali su se zajedno. Dann gab es noch zwei Gruppen in Europa. Bili su to, također su još dve grupe u Europi. Die Menschen auf der Insel Sardinien, die sehr, sehr volkstümlich leben. Ljudi na ostrvu Sardinija koji na starinski način još uvek žive. Und ebenso eine Gruppe von Menschen auf der Insel Ikaria in Griechenland. I takođe jedna grupa ljudi na ostrvu Ikaria u Grčkoj. Die vierte Gruppe war in Mittelamerika, Costa Rica. Četvrta grupa je bila u Srednjoj Americi u Costa Rici. Die fünfte Gruppe, Peta Gruppe, passte überhaupt nicht in das restliche Bild. Peta Gruppe uopšte se nije uklapala u ostatku slike. Die fünfte Gruppe waren Adventisten, die in Loma Linda in Kalifornien in den USA gelebt haben. To su bili adventisti koji su živjeli u Loma Lindi u Kaliforniji. U Americi, Sjedinjenim Američkim Državama. Im Gegensatz zu den anderen vier Gruppen, u suprotnosti sa ostale četiri grupe, handelt es sich hier um Menschen, die in der westlichen modernen Welt leben. Radilo se o ljudima koji žive u zapadnom modernom svetu. Und die sehr modern leben. I koji žive na jedan modern način. Sie leben so wie du und ich, wie wir hier. Žive kao ti, kao ja, kao mi ovde, u ovom okruženju. Aber dennoch haben sie 10-mal so viel 100-jährige Menschen in ihrer Gruppe. A ipak su pokazali da imaju 10 puta više 100-godišnjaka u svojoj grupi. Und die Frage ist, was ist das Besondere an diesen Menschen, dass sie so viele alte Menschen haben, die gesund alt werden? I pitali su se, kako to da imaju toliki broj starih ljudi koji zajedno stare? Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Nekoliko slika sam pripremio. Diese Frau, ova žena, ist zu dem Zeitpunkt, wo das Bild gemacht wurde, 100 Jahre alt. U trenutku kada je nastala ova slika, ona je imala 100 godina. Sie hat gerade ihren Führerschein neu gemacht. Obnovila je svoju vozačku. Und sie geht in der Woche jeden Tag ins Fitnessstudio und macht Krafttraining. I jedan put sedmično ide u fitness studio i radi vežbe snage. Dieser Mann ist 94 Jahre alt. Ovaj čovjek je 94 godina. Und er selbst würde wahrscheinlich sagen, er ist gerade in seinem besten Alter. I za sebe bi on najvjerojatnije rekao da je u svom najboljem dobu. Mehrmals in der Woche geht er in das Schwimmbad und schwimmt einige Kilometer. Više puta sedmično ide do bazena i pliva nekoliko kilometara. Ich weiß nicht, wer von euch regelmäßig schwimmen geht oder wer vielleicht überhaupt schon irgendwann einmal einen Kilometer am Stück geschwommen ist. Ne znam ko od vas redovno ide da pliva ili da može odjednom kilometar da prepliva. Für diesen Mann ist es ganz normal. Za ovog čovjeka to je sasvim normalno. Aber es gibt nicht nur alte Leute in Loma Linda, sie haben auch Familien, junge Menschen, Jugendliche. Ali to ne važi samo za stare ljude Loma Linda, oni imaju mlade ljude, omladinu. Dan Büttner und sein Team. Büttner i njegov tim. Sie haben gesagt, blaue Zonen. Plava područja sind Gebiete, wo Menschen länger, gesünder und glücklicher leben. Gde ljudi duže, srećnije i zdravije žive. Und ich möchte euch heute Abend fragen, seid ihr bereit für eine Lebensstilveränderung, um auch so zu leben wie in einer blauen Zone? I pitam vas, da li ste vi spremni
sa jednom promenom načina života, stila, da živite u jednoj plavoj zoni. Die Menschen in Loma Linda, die Adventisten in Loma Linda, die so gesund und alt werden, Ljudi, vernici Loma Lindi, Adventisti Loma Lindi, koji bivaju zdravi, a i postaju jako stari, sie leben genauso wie die meisten Adventisten weltweit ganz normal leben. Oni žive na sličan isti način kao što širom sveta Adventisti žive. Für sie gehört es zu ihrem ganz normalen Leben dazu. Es ist nichts Außergewöhnliches. To je njihov stil života, to pripada njihovom načinu života, za njih to ništa nije neuobičajeno. Ich würde es so formulieren. Ja bih to ovako formulisao. Die Adventgemeinde hier in Wien. Adventistička zajednica ovde u Beču ist Know-how-Träger für das Wissen, dass Menschen in Wien circa 10 Jahre länger, gesünder und glücklicher leben lässt. Adventisti u Beču su odgovorni i nosioci znanja da svi koji to hoće mogu 10 godina duže, zdravije i srećnije da žive. Ich habe euch einen Überblick über drei verschiedene Studien mitgebracht, die, wo es darum geht, welchen Zusammenhang Lebensstil und Lebenserwartung haben. Napravio sam pregled od tri studije koje pokazuju kako životni stil imaju veze sa životnim očekivanjem, koliko dugo živeti. In der ersten Studiengeneration haben sie herausgefunden, dass 7 einfache Lebensgewohnheiten bis zu 15 einen Zugewinn von bis zu 15 Lebensjahre bedeuten. Pokazali su da sa 7 do 8 različitih stvari povećava se do 15 godina, odnosno oko 15 godina životnog veka. Und es sind sehr einfache Prinzipien. I to su veoma jednostavni principi. 7 bis 8 Stunden Schlaf pro Nacht. 7-8 sati sna po noći. I regelmäßig sich zu bewegen. Da se čovjek kreće redovno kretanje. Nicht zu rauchen, ne pušiti, keinen Alkohol zu trinken, ne piti alkohol, täglich ein ausgewogenes, gesundes Frühstück zu essen, dnevno jedan doručak koji je uravnotežen, dnevno jesti, zwischen den Mahlzeiten nichts dazwischen zu essen, nicht zu naschen, između obroka da se ne gricka, und das Idealgewicht zu halten. I da se drži neka idealna težina. Diese Studie ist ursprünglich von 1972. Originalno ova studija potiče iz 1972. godine. Und sie sagt uns, wie wir leben können, dass wir länger, gesünder und auch glücklicher leben. I ova studija nam kaže kako da gajemo, kakav stil života da gajemo da bismo duže, srećnije i zdravije živjeli. Den Büttner hat mit seinem Team 9 Lebensstilgewohnheiten herausgefunden, die Menschen länger leben lassen. Den Büttner je izdvojio 9 različitih principa koje dovode, koje povećavaju životni vek pojedinca. Hier waren es auch wieder Bewegung. Ovde također je bilo pokret. Einen Sinn im Leben zu haben. Da se ima smisao života. Ein langsamer, entschleunigter Lebensstil. Jedna unehece. Schwierig zu übersetzen. Jedan životni stil bez žurbe. Also ohne Stress. Ohne Stress. Ja, ohne bez stresa. Mäßig zu essen.
umerno jesti. Das ist für mich schwierig. Man sieht es mir nicht an, aber ich esse gerne. Za njega je to teško, ne vidi se, ali rado jede. Ja da čutim. Ich schweige drüber. Bei mir sieht man es. Sie haben herausgefunden, eine pflanzenbasierte Nahrung, also eine Nahrung, die zum größten Teil aus Pflanzen besteht. Zatim ustanovili su da je glavni, znači sveobuhvatno, najveći deo hrane da bude biljnog porekla. Besonders die zwei blauen Zonen, die Gruppen in Sardinien und in Griechenland, die haben sehr gerne Rotwein getrunken. Pogotovo ove dve grupe koje smo ranije spomenuli od pet na Sardiniji i ovo ostrvo u Grčkoj rado su pili crveno vino. Und Dan Büttner und sein Team waren der Meinung, dass es mit dazu beiträgt, länger zu leben. I oni su smatrali da to doprinosi da se duže živi. Die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Pripadnost jednoj socijalnoj grupi. Ein geistliches Leben zu haben. Da se ima jedan duhovan, da se gaji duhovan život. Also jeden Tag Andacht zu machen, zu beten. Da se ima svakodnevno bogosluženje, da se čovjek moli. Und die Familie als wichtige Priorität im Leben zu haben. I da se porodica stavi kao jedan važan prioritet u životu. Das sind Prinzipien, die uns länger, gesünder und glücklicher leben lassen. To su principi koji nam dozvoljavaju da duže, zdravije i sečnije živimo. Aktuell gibt es eine dritte Studiengeneration. Aktualno postoji i jedna treća generacija studija. Die Adventist Health Studies in Amerika. Sie werden in Loma Linda gemacht. U Loma Lindi, u Americi, se pravi adventistička zdravstvena studija. Und sie haben bis jetzt herausgefunden, dass fünf Lebensstilgewohnheiten uns helfen, bis zu 10 Jahre länger zu leben. I ustanovili su da pet navika u životu nam omogućavaju 10 godina duže da živimo. Wiederum nicht zu rauchen. Opet, ne pušiti. Eine pflanzenbasierte Ernährung. Ishrana bazirana na biljkama. Täglich einige Nüsse zu essen. Dnevno nekoliko stvari od koštunjevog voća jesti. Orašastog voća. Regelmäßig Bewegung zu haben, also Sport zu treiben, im Garten zu arbeiten und so weiter. Redovna fizička aktivnost, da se bavi nekom sportom, da radi u dvorištu ili slično tome. Und wiederum das Idealgewicht zu halten. I opet da se drži idealna težina. In Österreich, in Österreich sterben aktuell etwa 80.000 Menschen pro Jahr. Umiru oko 80.000 ljudi godišnje. Und die meisten sterben an Krankheiten, die vermeidbar wären. I najveći broj umire od njih umire od bolesti koje mogu da se izbegnu. Die meisten davon sterben an Herz-Kreislauf-Krankheiten, Krebserkrankungen, Erkrankungen der Atemwege und Diabetes. Najveći broj umire od srčanih i problema krvotoka, zatim raka, was war das dritte und vierte? Lungenkrankheiten. Problemi sa disanim putevima i diabetesom. Genau. Šećerna bolest. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass diese Krankheiten zum größten Teil vermeidbar sind. Svetska organizacija za zdravlje kaže da su u najvećoj meri ovi problemi mogu da se izbegnu. In manchen Teilen der Welt arbeitet die Weltgesundheitsorganisation deswegen auch mit der Kirche der Siebten-Tags-Adventisten zusammen, um Menschen zu zeigen, wie man gesund leben kann. U nekim delovima sveta, znači vlade sarađuju sa adventistima sedmoga dana da bi ljude naučili kako zdravo živeti. Ich
Hier haben wir eine aktuelle Übersicht von der Weltgesundheitsorganisation. Ovdje imamo jedan pregled od Svjetske zdravstvene organizacije. Über vier vermeidbare Risikofaktoren. Od četiri faktora rizika koje mogu da se izbegnu. Wenn wir diese Risikofaktoren in unserem Leben ausschalten, haben wir eine gute Chance, nicht an diesen vier Hauptkrankheiten zu erkranken. I ako se izbjegavaju ova četiri faktora, onda je velika šansa da nećemo da bolimo od ova četiri obolenja. Hier geht es wiederum um das Rauchen. Ovdje se radi o pušenju. Eine gesunde Ernährung. Zdrava ishrana. Bewegung. Kretanje. Und Alkohol. I alkohol. Wir könnten auch sagen, das, was wir hier, ich gehe nochmal zurück, wer möchte, kann gerne die Präsentation bekommen. Ko želi, može da kasnije dobije prezentaciju. Für uns als Adventgemeinde sind diese Prinzipien eigentlich nicht neu. Za nas kao adventističku zajednicu ovi principi nisu ništa novo. Ganz am Anfang der Geschichte unserer Kirche, sasvim na početku pri nastanku istorije naše crkve, gab es durchaus viele Adventisten, die geraucht haben, bilo je dosta adventista koji su i pušili, die sich sehr ungesund ernährt haben, koji se nisu zdravo hranili, manche haben Alkohol getrunken, neki su i pili alkohol, aber seit über 150 Jahren, ali od više od 150 godina, ist es für die adventistische Kirche eigentlich ganz normal, gesund zu leben. Za vernike adventističke crkve je sasvim normalno zdravo da žive. Wir könnten sagen, ein typisch adventistischer Lebensstil verlängert das Leben um circa 10 Jahre. Možemo da kažemo da jedan tipični adventistički stil života produžava za 10 godina život. Oder wir könnten sagen, jede Adventgemeinde ist ein Gesundheitszentrum. Ili možemo da kažemo svaka adventistička crkva je jedan centar zdravlja. Weil wir Adventisten ganz natürlich viele Prinzipien kennen, die auch unsere Freunde und Bekannten, unsere Arbeitskollegen länger, gesünder und glücklicher leben lassen. Znamo principe koje kada prenosimo naše kolege, prijatelji, rodbina žive zbog toga duže. Ich möchte euch Mut machen, želim da vas ohrabrim, diese einfachen Prinzipien selber in eurem Leben auszuleben, da ove jednostavne principe vi u vašem životu živite. Und diese Prinzipien auch mit euren Freunden zu teilen. Da ove principe delite sa vašim prijateljima. Denn es geht darum, dass eure Freunde auch länger, gesünder und glücklicher leben können. Radi se o tome da i vaši prijatelji duže, srećnije i zdravije žive. Wenn du ein Medikament kennen würdest, kada bi znao za neki lek, das dich 10 oder 15 Jahre länger leben lässt und keine Nebenwirkungen hat, da će da ti produži život za 10 godina i da nema nekih nuspojava, und dieses Medikament ist gratis, i još pride taj lek je džabe, was würdest du machen? Dakle, šta bi ti onda radio? Ich denke, jeder von uns würde dieses Medikament gern nehmen, ohne Nebenwirkungen, nur positiv, gratis. Mislim da bi svaki od nas i naših prijatelja rado uzeo ovaj medikament, pošto je džabe. Hier gratis je. Heute Abend geht es nicht um ein Medikament. Večeras se ne radi o medikamentu. Es geht um einen einfachen, gesunden Lebensstil. Radi se o jednom jednostavnom, zdravom stilu života. Ich möchte mit euch die Bibel aufschlagen. Otvorite Bibliju. Bitte nehmt eure Bibeln zur Hand und schlagt das Johannesevangelium mit mir auf. Uzmite vaše Biblije, otvorite Evanđelje po Jovanu. Johannes Kapitel 8.
8. Poglavlje. Und wir lesen die Verse 31 und 32. I čitamo 31. i 32. stih. Kannst du auch vielleicht in Deutsch sprechen? Ich gehe gerade einige Verse weiter. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Tada Isus govoraše onim jevrejima koji mu verovaše: Ako vi ostanete na mojoj besedi, zaista ćete biti učenici moji i poznaćete istinu i istina će vas izbaviti. Ich habe oft, wenn ich diesen Text gelesen habe, geglaubt, dass Wahrheit etwas rein Abstraktes ist, was sich bei uns im Kopf abspielt. Ja ranije kada sam čitao, ja sam mislio da je istina nešto čisto apstraktno, nešto što se dešava u našoj glavi, u našim mislima. Und wenn Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, i kad Isus kaže, ako ostanete u mojim rečima, na mojoj besedi, habe ich lange geglaubt, dass es nur um Glaubensüberzeugungen, um Glaubenspunkte geht, die wir in Bibelstunden lernen. I mislio sam da se tu radi samo o tačkama verovanja koji mi obrađujemo na našim biblijskim časovima. Wenn wir Jesus aber richtig verstehen, ali ako Isusa pravilno razumemo, dann geht es hier um mehr als nur Theorie. Tu je mnogo više nego samo teorija. Jesus sagt, Isus kaže, wenn du in meinem Wort bleibst, ako ostaneš na mojoj besedi, dann wirst du wirklich mein Jünger sein. Onda ćeš biti zaista moj učenik. Früher habe ich geglaubt, zuerst müssen wir die Wahrheit ausleben und dann sind wir Jesu Jünger. Ranije sam mislio da prvo moramo da živimo istinu, onda smo tek Isusovi učenici. Aber Jesus sagt, bleibe in dem, was du von mir gehört hast. Ali Isus kaže, ostani na onome, u onome što si od mene čuo. Und du wirst mein Jünger sein. I bit ćeš moj učenik. Und du wirst noch mehr Wahrheit erkennen. I spoznat ćeš još više istine. Jesus sagt, wenn du mit ihm lebst, Isus kaže, ako živi sa njim, wirst du täglich mehr Wahrheit erkennen. Svakodnevno ćeš sve više i više istine spoznavati. Und Jesus sagt, wenn du mehr Wahrheit erkennst, Isus kaže, ako spoznaš više istine, wird die Wahrheit dich Tag für Tag mehr frei machen. Istina će te svakog dana sve više oslobađati. Liebe Freunde, ich glaube, dragi prijatelji, verujem, ich glaube, dass Jesus mit uns Tag für Tag Neues entdecken möchte, uns wachsen lassen möchte im Glauben. Da bi Isus iz dana u dan sa nama sve više želeo da otkriva, da rastemo u veri. Aber ich glaube auch, dass unser Leben ein Jüngerschaftsprozess ist. Ein Leben mit Jesus ist ein Jüngerschaftsprozess. I ja verujem da je život sa Isusom jedan proces učeništva. Wo wir immer wieder Neues mit Jesus entdecken dürfen, gde svakodnevno možemo uvek iznova sa Isusom da otkrivamo, und wo Jesus uns auch von falschen Gewohnheiten, von Gewohnheiten, die uns belasten, die unsere Gesundheit belasten, befreien möchte. I gde Isus želi da nas od navika, od naših navika koje ugrožavaju naše zdravlje, želi da nas oslobodi. Ich habe euch ein Zitat von Ellen White mitgebracht. Pripremio sam vam Zitat od Ellen White. Hier heißt es über Jesus: Jesus war ein ernster, beständiger Arbeiter. Niemals. Isus je bio jedan ozbiljni, konstantni radnik. Niemals lebte unter den Menschen ein anderer, auf dem so viel Verantwortung ruhte. Nikada pre toga nije živio među ljudima neko na kome je bilo više odgovornosti.
Kein anderer trug je eine so schwere Last des Kummers und der Sünde der Welt. Niko pre njega nije nosio više muke ovoga sveta. Kein anderer wirkte jemals mit solchem sich selbst verzehrendem Eifer zum Besten der Menschen. Niko pre njega se nije toliko angažovao za dobrobit ljudi. Und doch war sein Leben ein Leben der Gesundheit. A ipak njegov život bio je život zdravlja. Er war an Leib und Seele ein Vorbild von dem, was die ganze Menschheit nach dem Willen Gottes durch Gehorsam gegen sein Gesetz erreichen oder sein sollte. On je bio primer kako sa svojim zdravljem, kakav je Bog hteo da vidi zdravlje na ljudima po njegovom zakonu koji je ostavio. Wenn ich das lese, dann könnten wir meinen, dass Jesus derjenige war, der die größte Gefahr für einen Burnout gehabt hat. Ako tako čitamo, onda možemo da mislimo da je Isus bio onaj koji je najdalje bio od efekta koji se zove burnout. Er war der Mensch, der den größten Stress in seinem Leben hätte haben können. On je bio čovjek koji je mogao da ima ili je imao najveći stres u svom životu. Und doch hat er ein Leben der Gesundheit gelebt. Život zdravlja. Wenn wir Jesu Jünger sind, ako smo Hristovi učenici, dann geht es nicht nur um Bibelstunden und Bibelstundenthemen. Onda se ne radi samo o biblijskim časovima i tema koje se obrađuju na biblijskim časovima. Als Jünger Jesu wollen wir in erster Linie so leben, wie Jesus gelebt hat. Kao učenici Hristovi, mi želimo da živimo na način kako je Isus živo. Und ich glaube, dass wir heute in einer Welt leben, ja mislim da danas živimo u svetu, wo wir alle auch eine sehr große Gefahr haben, gde i kod mi imamo veoma veliku opasnost, durch Stress und da preko stresa i und falsche Lebensstilgewohnheiten schnell krank zu werden. Preko stresa i pogrešnih načina života, navika, da postanemo bolesni. Vielleicht haben manche von uns, die wir hier sitzen, bereits mit Depressionen, Burnout, Stress viel Erfahrung gemacht. Možda su neki od nas ovde koji ovde sedimo stekli velike iskustva već sa stresom, sa burnoutom, was war das dritte? Burnout, Stress und Depressia. Vielleicht merken wir, dass unsere Gesundheit besser sein könnte. Možda primećujemo da naše zdravlje može biti bolje. Und ich glaube, dass Jesus uns helfen möchte, ein gesundes, ein glückliches und langes Leben zu führen. I sigurni smo da Isus bi želeo da imamo duži, srećni i zdravi život. Ich möchte sagen, ein Leben in Gesundheit zu führen bedeutet ebenso einen Jüngerschaftsprozess. Živeti jedan zdrav život takođe predstavlja jedan proces učeništva. Vielleicht habt ihr schon einmal mit Menschen geredet, die sehr genau wissen, was man alles zu tun hat, damit man gesund lebt. Možda ste se susreli sa ljudima koji baš tačno znaju šta činiti, kad činiti da bi bili zdravi. Manche Menschen haben eine ganz klare Liste an Punkten, was man alles tun muss. Neki ljudi imaju jednu listu od tačke do tačke šta tačno treba činiti. Ich glaube, dass Jesus uns in unserem Leben zeigen möchte, wie wir mit ihm gemeinsam gesund leben können. Mislim da Isus hoće u našem životu da nam pokaže kako sa njim zdravo da živimo. Wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir Jünger Jesu sind, ako smo deca Božja, ako smo učenici Hristovi, glaube ich, dass Jesus jeden Tag uns auch lernen lässt, wie wir an seiner Hand gesund leben können. Mislim da nas Isus svakodnevno uči kako, držeći se za njegovu ruku, možemo zdravo da živimo. Und Gott möchte uns zeigen, dass Gesundheit nichts mit Checklisten zu tun hat und nichts mit ganz engen, extremen Vorstellungen. I mislim da
Gospod hoće da nam pokaže da to nema veze sa nekim check listama, znači od tačke do tačke i sa nekim jako strogim stavovima, da se uopšte ne radi o tome. Sondern Jesus sagt, wenn du mit mir lebst, wirst du Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. I Isus kaže, a ako slušaš moju reč, ako ostaneš na mojoj besedi, kao što piše, spoznaćeš istinu i ona će te osloboditi, istina će te osloboditi. Ich möchte deswegen diese zwei Verse im Johannesevangelium etwas genauer betrachten. Želeo bih da malo preciznije posmatramo ova dva stiha iz Jovanovog evanđelja. Wenn wir in Jesu Wort bleiben, ako ostanemo na njegovoj reči, na njegovoj besedi, und wenn wir Jesus als Vorbild haben, i ako imamo Isusa kao uzor, dann bedeutet es, dass wir ganzheitlich in Jesu Wort bleiben. To znači da trebamo da ostanemo u sveokupnoj Isusovoj reči. Und das bedeutet, dass wir nicht nur eine Theorie betrachten, sondern dass wir auch im praktischen Leben versuchen, so zu leben, wie Jesus es getan hat. I to znači da ne trebamo to samo posmatrati kao jednu teoriju, već da trebamo da živimo na taj način kako bi Isus živeo. Dann werden wir tatsächlich, dann werden wir, wie die Bibel sagt, wahrhaft Jesu Jünger sein. I onda, kao što Biblija kaže, onda ćemo zaista biti Hristovi učenici. Und deshalb würde ich auch sagen, dass ein Christ, der darum bemüht ist, gesund zu leben, i zato bih rekao, jedan hrišćanin koji se trudi zdravo da živi, auch wahrhaft tatsächlich ein Jünger Jesu ist, da je zaista Hristov učenik. Und Jesus verspricht uns, dass wir in diesem Leben auch die Wahrheit ganzheitlich erkennen. I Isus nam obećava da ćemo u ovom životu u potpunosti shvatiti njegovu istinu. Nicht nur eine Theorie in unserem Kopf, ne samo teoriju u našoj svesti, sondern in unserem praktischen Leben, Jesus erkennen. Već u našem praktičnom životu živjeti s Isusom, prepoznati Hrista. Und ich glaube, dass wir dann auch erleben, dass Jesus uns ganz frei macht von den Dingen, die uns belasten, von den Dingen, die uns unfrei machen. I onda ćemo prepoznati da nas Isus oslobađa od svih stvari koje nas muče, zbog kojih nismo slobodni. Vielleicht gibt es in deinem Leben auch Gewohnheiten, die dich belasten. Možda i u tvom životu ima navike koje te opterećuju. Oder du kämpfst schon seit vielen Jahren damit, dass du etwas ändern möchtest in deinem Leben, aber du schaffst es nicht. Ili vidiš da i želiš da godinama nešto promeniš u svom životu, ali ne uspevaš. Dann ist heute Abend der richtige Zeitpunkt, um das Gott zu übergeben. Onda je večeras pravi trenutak to Bogu predati. Ich möchte mit euch den Propheten Zacharja aufschlagen. Otvorio bi sa vama knjigu proroka Zacharije. Zacharja Kapitel 8 Vers 23. Zacharija 8. poglavlje 23. stih. Hier heißt es, so spricht der Herr der Herrscharen, in jenen Tagen, da werden 10 Männer aus den Nationen mit ganz verschiedenen Sprachen zugreifen, ja, sie werden den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Ovako veli gospodar vojskama, u to će vreme 10 ljudi od svih jezika narodnih uhvatiti jednoga judejca za skut, govoreći, idemo s vama, jer čujemo da je Bog s vama. Gott hat sein Volk dazu berufen, der Kopf zu sein, nicht der Schwanz. Bog je svoj narod na to pozvao da bude glava, a ne rep. Und Gott sagt, es wird eine Zeit kommen. I Bog kaže, doći će vreme. Da werden Menschen aus anderen Ländern, die andere Sprachen sprechen. Kaže, doći će vreme da će ljudi iz drugih naroda koji druge jezike govore. Die werden kommen und zu Gottes Volk sagen, wir wollen mit euch leben. Wir werden mit euch gehen, weil wir sehen, dass Gott mit euch ist. Doći će do Božjeg naroda i reći će, mi hoćemo s vama da živimo, jer vidimo da je Bog s vama. Wenn du in deinem Leben
sehen möchtest, dass Gott eingreift. Ako želiš da vidiš u svom životu da Bog deluje. Wenn du sehen möchtest, dass Gott dich gebraucht als Missionar, um für andere Menschen das Evangelium weiterzugeben. Ako vidiš da Bog želi te iskoristi kao misionara, da drugim ljudima prenosiš Božju reč. Dann möchte ich dich einladen, heute Abend dein ganzes Leben aufs Neue Gott zu übergeben. Onda bi te pozvao večeras da iznova predaš svoj život Gospodu. Wenn es um Fragen der Gesundheit geht, ako je reč o pitanjima zdravlja, dann gibt es in unserer Zeit viele Wissenschaftler, die auf uns als Adventgemeinde schauen. U svetu ima mnogo naroda koji na nas kao adventističku zajednicu naučnika koji na nas kao adventističku zajednicu danas gledaju. Und ich glaube, dass wir heute in einer Zeit angekommen sind, wo Zacharja 8 Vers 23 auch im Bereich der Gesundheit wahr wird. I smatram da živimo u vreme gde Zacharija 8:23 u zdravstvenom smislu se ostvaruje. Liebe Freunde und Geschwister, ich möchte euch Mut machen, diese einfachen Prinzipien, die Gott uns geschenkt hat, auszuleben und als Jünger Jesu zu leben und zu erleben, wie auch die Wahrheit im Bereich der Gesundheit uns frei macht. Dragi prijatelji, braći, sestre, želim da vas pozovem da živimo na taj način. Ich möchte euch einladen, heute Abend želim da vas pozovem večeras euer Leben neu in Gottes Hand zu legen. Da iznova stavite vaš život u Božje ruke. Und wir wollen erleben, wie Jesus unser Leben frei macht. Kako Isus naš život oslobađa. Wie er uns vielleicht auch von Krankheiten befreit. Kako nas možda od bolesti oslobađa. Wie er uns hilft, ein gesundes Leben zu führen, das glücklich ist. Koji nas usmerava da vodimo život koji je srećan. Wir wollen erleben, dass Gott uns hilft, gesunde Entscheidungen zu treffen. Želim da doživimo da nam Bog pomaže da zdrave donosimo odluke koje će da pospeše naše zdravlje. Ich möchte euch einladen, želim da vas pozovem, jeder, der heute Abend aufs Neue sein Leben Gott übergeben möchte und želim da svako ko večeras želi iznova da preda svoj život Gospodu. Und der mit Jesus ein erfülltes, gesundes Leben führen möchte. I ko želi sa Isusom da vodi jedno zdrav i ispunjeni život. Ich möchte euch einladen, dass wir zu einem Gebet aufstehen. Pozvao bih vas da ustanemo na jednu molitvu. Und dass wir im Gebet unser Leben neu in Gottes Hand legen. I da u molitvi Gospodu iznova predamo svoj život. Herr Jesus Christus, Jesus Christe, wir möchten dir so sehr danken, dass du uns ein gesundes Leben vorgelebt hast. Želimo ti zahvalimo, jesi ti jedan zdrav način života kao primjer nama živo. Du hast für uns gelebt und du bist für uns gestorben. Ti si za nas živo i ti si za nas postrado. Und wir möchten dich bitten, dass du uns zeigst, wie wir leben können, dass es dir Freude macht. I želimo da nam ti pokažeš kako da živimo da bi tebi to pričinjavalo zadovoljstvo. Herr Jesus, wir möchten so leben, dass wir in deiner Hand ein gutes Werkzeug sein können, das du uns gebrauchen kannst. Želimo da tako živimo da ti možeš da nas upotrebiš, da budemo dobro oruđe u tvojim rukama. Und wir möchten heute Abend aufs Neue unser Leben in deine Hand legen. I večeras želimo iznova svoj život da predamo tebi. Herr, wir wollen dich bitten, Gospode, mi te molimo, dass du uns die Wahrheit noch mehr erkennen lässt, da nam istinu još više otkriješ. Und wir möchten erleben, wie die Wahrheit uns frei macht. I želimo da živimo kako nas istina oslobađa. Wir möchten erleben, wie du uns frei machst von Gewohnheiten, die uns belasten. Želimo da nas oslobodiš od navika koje nas opterećuju. Vielleicht gibt es unter uns auch
Menschen, die mit verschiedenen Süchten oder Abhängigkeiten zu tun haben. Možda među nama ima i ljudi koji se bore sa određenim zavisnostima. Herr, es müssen nicht immer Alkohol und Tabak sein. To ne mora da su uvek alkohol ili duvan. Heute sind es manchmal Dinge wie das Internet oder Fernsehen. Danas su to možda stvari kao što internet ili televizija. Oder dass wir Dinge essen und trinken, die uns belasten. Ili da pijemo i jedemo stvari koje nas opterećuju. Oder es ist einfach, dass wir wissen, wir sollten uns mehr bewegen. Ili jako znamo da trebamo da se više krećemo. Aber wir bringen einfach die Kraft nicht auf, uns jeden Tag zu bewegen. Ali ne možemo da smognemo snage da se svakodnevno dovoljno krećemo. Herr Jesus, wir möchten dich bitten, dass du unser Leben neu machst. Gospod Isuse, mi te molimo da naš život iznova osmisliš. Bitte hilf uns, gesunde Entscheidungen zu treffen. Pomozi nam da možemo da donosimo zdrave odluke. Dass wir ein Leben führen können, wo dein Geist gut zu unserem Herzen sprechen kann. Da možemo da vodimo život u kome tvoj duh može na pravi način da govori našem srcu. Danke, Herr Jesus, dass du mit deinem Geist in unserem Herzen wohnen möchtest. Hvala ti, Gospod Isuse, što ti želiš u našem srcu da stanuješ. Und danke, dass du deine Verheißungen an uns wahrmachen wirst und dass du uns frei machst, auch von diesen Dingen, die wir dir heute Abend übergeben haben. I hvala ti što tvoje obećanje ispunjavaš u nama i za sve ono što smo danas molili i predali to pred tebe. Amen. Amen.